Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt Lust, mit mir zusammen Haarparfüm auszutesten. Mermaid & Me hat neue Haarparfüms rausgebracht und die testen wir jetzt gemeinsam aus. Ich sag euch, welches ich am besten finde. Wir probieren das natürlich auch aus und ich sag euch die Duftnoten und ein paar Details dazu. Wenn ihr Lust darauf habt, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Also Leute, Haarparfüm von Mermaid & Me. Das ist richtig cool. Ich habe mich mega gefreut, als ich gehört habe, dass das hier jetzt rauskommt. Ich finde es mega cool. Wir haben hier drei verschiedene Duftkompositionen. Also das sind verschiedene Sorten. Einmal habe ich die Sorte Summer Soul. Das ist so ein blauer Duft. Und dann habe ich die Sorte Golden Glow. Ich gehe da gleich nochmal näher drauf ein. Der ist so ein bisschen warm, orientalisch. Und dann haben wir noch die Sorte Love Letter. Also es sind drei Stück. Die haben jeweils 30 ml. Und die sind nicht nur ganz einfache Haarparfüms, sondern man hat hiermit auch eine Pflege, also eine feuchtigkeitsgebende Pflege ist hier drin und das hat einen Anti-Frizz-Effekt, einen Anti-Statik-Effekt. Die Produkte sind vegan, die sind in Deutschland hergestellt und ohne Tierversuche. Gewohnte Qualität von Mermaid & Me, würde ich sagen. Also ich freue mich riesig darauf und vor allen Dingen Haarparfüm, was man verwenden kann, ohne dass man Angst hat, dass die Haare komplett austrocknet. Das finde ich besonders gut, weil das ist so ein Grund, warum ich eigentlich nie Haarparfüm benutze, weil ich immer Angst habe, dass meine Haare dadurch halt ziemlich austrocknen und das soll hierbei halt nicht der Fall sein, deshalb freue ich mich mega darüber. Wir fangen direkt mal mit dieser Sorte an und zwar ist das Love Letter. Das ist das Rosane und das soll lieblich, sinnlich und blumig duften. Finde ich sehr interessant. Ich habe schon alle drei gerochen und ich habe auch schon einen Wear-Test für euch gemacht. Also ich habe es schon getragen, um euch ein bisschen was zur Haltbarkeit zu sagen und zu dem Duft, wie lange der anhält und so weiter. So sieht das einmal aus. Also die kommen einmal in so einer Glasflasche, Glasflakon. Sieht ganz edel aus, also sehr schlicht gehalten. Hat hier oben einmal so ein Pumper zum Sprühen quasi. Finde ich sehr gut. Hier kommt ein sehr zarter Nebel raus, sodass ihr euch die Haare nicht nass macht damit. Und danach halt irgendwie, dass das strähnig aussieht. Also das ist wirklich sehr fein und sanft. Und ich habe gemerkt, dass wenn das so ein bisschen auf die Klamotten kommt oder so, das duftet wirklich sehr lange, sehr gut. Das sind echte Parfums, also die haben richtige Duftnoten mit drin. Das sind jetzt keine Body Sprays oder sowas, also das sind richtige Parfums. Und ich werde jetzt, ich habe jetzt noch gar nichts drin in meinen Haaren. Also ich werde mir das jetzt hier mal aufgeben, um euch nochmal genauer den Duft zu beschreiben. Also ich sprühe mir jetzt das Love Letter einmal hier auf die Strähne drauf. Das mache ich jetzt natürlich nur zur Anschauung, ansonsten kann man das halt komplett auf die Haare sprühen. Und lass das mal ein bisschen trocknen. Und das riecht so gut. Love Letter riecht wirklich ganz toll, finde ich. Das werde ich auch meiner Mama nochmal kaufen, weil es ist ja Muttertag. Und das riecht so nach Rose, das riecht blumig, das riecht tatsächlich sinnlich. Das erinnert mich auch an irgendwas ganz Tolles. Also es riecht richtig gut. Das gefällt mir sehr. Das ist eins von meinen Liebsten schon. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, also das hat die Kopfnoten. Ich sage euch das jetzt einfach mal so, ich muss es ablesen. Mandarine, Bergamotte, rote Beeren. Dann die Herznote ist Rose, rosa Pfeffer, Pfingstrose und Schwertlilie. Und dann sind die Basisnoten Patchouli, Moschus und Holzig. Und das habe ich jetzt auch drauf gehabt. Und ich finde, das hält auch sehr lange vom Duft. Also man braucht nicht so oft nachsprühen. Ich habe vielleicht einmal nachgesprüht gehabt, um das nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Ich finde das gerade gut, so ein Haarparfüm, um ehrlich zu sein, wenn man gekocht hat, zum Beispiel ich koche mit das und nachmittags habe ich noch einen Termin und dann riechen meine Haare. Also meine Haare nehmen sehr schnell Gerüche an. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an meiner Haarstruktur liegt. Auf jeden Fall habe ich sehr schnell schlechte Gerüche in meinen Haaren und das finde ich gut, dass ich damit ein bisschen entgegenwirken kann. Dann habe ich die nächste Sorte Golden Glow und das ist halt so eine warme Duftnote. Also das ist warm, oriental and sensual steht hier neben auch drauf. Also das sieht man auch schon von der Farbe her, dass das so ein bisschen in die wärmere Richtung, orientalische Richtung geht. Das ist ebenfalls auch so eine weiße Flasche, also mit einem weißen Deckel. Die sehen alle gleich aus, lediglich das Etikett ist ein bisschen anders. Das sprühe ich mir jetzt einfach mal hier auf die Seite und das riecht auch so gut, das erinnert mich so an einen heißen Sommer und dafür würde ich das auch benutzen, jetzt richtig im Hochsommer, wenn so richtig knacker heiß ist, da würde ich das verwenden. Das riecht so ein bisschen nach Urlaub, nach Sonne, nach Strand.
Also richtig schön, auch wirklich orientalisch, so ein bisschen würzig riecht das. Ich will gerade mal schauen. Also das hier ist orientalisch, warm, verführerisch steht hier drauf. Die Kopfnote ist Mandarine, rote Beeren. Die Herznote ist Orangenblätter, Mirabelle und Osmanthus. Osmanthus habe ich noch nie gehört, muss ich mich mal schlau machen. Und die Basisnoten sind Patchouli, Kognak und Moschus. Das sind jetzt quasi die Basisnoten und also einiges rieche ich raus, zum Beispiel die Orangenblätter, finde ich. Mandarine, das riecht schon so ein bisschen fruchtig, aber trotzdem orientalisch und warm. Also das gefällt mir auch sehr gut. Ist wirklich ein schöner Duft. Als nächstes kommt jetzt mein persönlicher Liebling. Also wie gesagt, ich habe die alle drei schon ausprobiert und ich finde die alle gut. Und das ist einmal die Sorte Summer Soul. Das ist mein absoluter Liebling, was ich euch auch wirklich, wirklich, wirklich stark empfehlen kann. Ich finde den Duft so toll. Hier steht drauf Fruity, Sweet and Sparkling. Prickelnd, fruchtig und süß. Also das hat ebenfalls die gleiche Flasche, also die sehen alle so aus, finde ich auch toll, dass das alles das gleiche Design hat. Es unterscheidet sich halt lediglich von der Farbe hier außen auf der Verpackung. Und hierzu lese ich euch jetzt auch mal vor. Wir haben hier die Kopfnoten, Birne, schwarze Johannisbeere und Passionsfrucht. Dann die Herznoten sind Pfirsich, Himbeer, Maiglöckchen und Heliotrop. Die Basisnoten bestehen hier aus Sandelholz, Vanille, Amber und Moschus. Und das ist mein absoluter Lieblingsduft, also das ist so schön. Ich sag's euch, das riecht wie so frisch gewaschene Wäsche mit so einem richtig guten, schönen Weichspüler. So richtig frisch, als käme man gerade aus der Dusche, sommerlich, frühlingshaft. Also ich finde das perfekt jetzt hier für den Frühling. Das hier, das bleibt auf jeden Fall bei mir in der Handtasche. Für unterwegs kann man das immer richtig gut benutzen. Und jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich trenne mir noch mal eine Strähne ab. Ich habe natürlich jetzt alle drei Düfte im Haar. Und da sprühe ich mir das jetzt auch einfach mal rein. Und dieser Duft, der ist so, so gut. Ich weiß, dass meiner Mama auf jeden Fall der Love Letter sehr gut gefallen wird, weil der halt so blumig und nach Rosen duftet. Der ist einfach blumig, ne? Auch absolut frühlingshaft. Und der hier, der riecht so schön. Der riecht wirklich wie frisch gewaschene Bettwäsche. Ich liebe den Duft ja und ihr könnt das euch wahrscheinlich so auch am besten vorstellen, indem ich euch das so erkläre, wie ich das jetzt gerade empfinde. Man riecht hier auch tatsächlich halt diese Beeren, diese Früchte, Himbeer. Und so, das riecht man raus. Also sehr, sehr schöner Duft. Ja, und diese drei Sorten könnt ihr jetzt bei Mermaid and Me auf der Website kaufen. Ich werde euch alles unten in die Infobox natürlich wie immer verlinken. Und ich habe natürlich auch wieder einen Rabattcode für euch bekommen. Und ich finde, das ist der beste Rabattcode, den ich seit langem hatte. Ihr bekommt nämlich 50% auf alles bei Mermaid and Me. Und ab 79 Euro dürft ihr euch ein Haarparfüm gratis dazu aussuchen. Das finde ich richtig gut. Die Haarparfüms an sich gibt es momentan zum Aktionspreis. Also das ist jetzt, weil die neu rausgekommen sind. Danach werden die wieder etwas teurer. Also wenn ihr euch dafür interessiert, würde ich die jetzt zum Aktionspreis kaufen an eurer Stelle. Und der Rabattcode ist hier drauf nicht mehr anwendbar. Also falls ihr euch das fragt, das ist nur auf die anderen Produkte im Shop, weil das hat ja schon einen super günstigen Preis. Und genau, da wisst ihr Bescheid, falls ihr euch dafür was interessiert. Ich werde auf jeden Fall den Love Letter für meine Mama zum Muttertag kaufen, weil die wird sich darüber sehr freuen. Die ist auch immer unterwegs und meine Mama, die hat einen Imbiss und ihre Haare, die riechen dann immer natürlich nach Pommes und so weiter. Und sie braucht immer sowas, um sich zu erfrischen. Sie hat auch im Auto immer ganz viel Spray und sowas stehen, dass wenn sie mal wohin muss, dass sie dann halt gut riecht. Und deshalb werde ich ihr das auf jeden Fall nochmal nachbestellen zum Muttertag. Da wird sie sich ganz, ganz bestimmt freuen. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt und ich hoffe, ich konnte euch die Düfte ganz gut beschreiben. Ich finde sie alle drei toll. Jeder hat seine Vorteile. Also ich denke mal zum Beispiel den Golden Glow werde ich jetzt im Sommer, wenn es so richtig heiß ist, dann werde ich den benutzen. Und den Summer Soul, den werde ich auf jeden Fall jetzt im Frühjahr anwenden. Also richtig schön. Ich freue mich über die Parfums und ich finde das auch mal was anderes, dass man auch ein Haarparfüm hat, was wirklich feuchtigkeitsspendend ist und nicht die Haare austrocknet und einen Anti-Frizz-Effekt brauchen wir alle, glaube ich, weil wir alle unsere Haare so ein bisschen strapazieren, ne, durch Föhnen und Kletten und so weiter. Jedenfalls hat es mir jetzt richtig Spaß gemacht, mit euch die Parfums nochmal auszuprobieren. Wie gesagt, ich habe es jetzt lang drauf gehabt, die Tage, und ich fand, dass es wirklich sehr lang gehalten hat. Man musste vielleicht lediglich am Nachmittag einmal nachsprühen, wo ich so ein bisschen, also man hat ja eh immer das Gefühl, man riecht das Parfüm nicht. Ich habe dann meinen Freund gefragt, sage ich, riech mal in meinen Haaren, riechen die noch? Dann sagt er, ja, die riechen gut. Und ich habe dann aber trotzdem nochmal nachgelegt. Ich finde,
finde das echt toll, dass man halt zwischendurch dann nochmal nachsprühen kann, ohne dass man die ganze Zeit seinen Haaren da irgendwas Schädliches drauf macht. Also richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ihr könnt gern unten für alles Weitere in die Infobox reinschauen. Ich schreibe euch da auch den Rabattcode nochmal rein und auch hier nochmal, wie gesagt, 50% auf den kompletten Shop. So, meine Lieben, ich verabschiede mich hier aus der Parfümwolke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Es würde mich auf jeden Fall freuen und auch wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Dankeschön. Tschüss.